Moin, moin und damit willkommen zu einer Zusammenfassung. Und zwar die Zusammenfassung der Folgen 301 bis 400 und damit dann eben auch der Abschluss der Kampagne Unsagbaren Tiefen, die dann so ein bisschen das Leben und das Wirken von Ephadaios zusammenfasst. Ja, wir beginnen bei der roten Linie, die ihr jetzt hier sehen könnt. Die Helden starten dann, nachdem die Arche aufgebrochen ist aus Valusa nach dem Angriff, da wieder die Folgen bis 300 einmal zusammengefasst sich ansehen, starten wir irgendwo in der Nähe von Rulat und Tisal bei Mendena. Und hier gibt es eben einen ziemlich großen Strudel, ein Unheiligtum der Charybdoroth, an dem dann die Arche wieder neu aufgetankt wird. Ja, die Helden besiegen dann den ehemaligen Archenkapitän unter Aufbringung verschiedener Opfer, die dann hier ja im Kampf oder auch im Erringen der Seelen ja zustande kommen. Das heißt, Yharnam wird sehr schwer verwundet, Ephadaios, der Ephod-Geweihte, entscheidet sich dazu zu paktieren, um seinem Freund zu helfen, damit das Sterben an dieser Stelle verhindert wird und Charybdoroth erwählt. Just in dem Moment, wo der alte Kapitän stirbt, erwählt sie einen neuen und das ist dann Ephadaios, der seinen Pakt sehr lange geheim halten kann. Die Helden lernen dann sehr, sehr lange diese Arche kennen. Das ist quasi das Herzstück dieser Kampagne. Nachdem ich dann sie sehr, sehr lange auf die blutige See vorbereitet habe und auch mit der Seeadler auch schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, aber das war so immer das, was ich haben wollte, als ich dann gesagt habe, das ist jetzt schon paar Jahre her, als ich dann sagte, ich würde das ganz gerne irgendwann mal leiten, habe das dann etwas länger vorbereitet und zu diesem Punkt wollte ich kommen, dass die Helden dann auf dieser Arche sich bewegen, sie behalten und nicht sofort zerstören und dann eben mit diesen Wundern konfrontiert werden. Die Helden haben dann mitbekommen, dass ein fremder Kapitän auf sie aufmerksam geworden ist, beziehungsweise die Arche Plagenbringer. Es ist eine der größten, beziehungsweise es ist tatsächlich die größte Arche und die hat jetzt durch ein magisches Artefakt die Aufmerksamkeit von ihnen erregt und sie sind nicht mehr sicher. Wollten sich dann erst in Richtung Beilung absetzen, das haben sie allerdings dann sehr schnell abgebrochen, als sie die ersten der Plagen entdeckt haben. Und sind dann abgedreht in Richtung Norden. Und hier hat man dann nach einer kurzen Verweilzeit an der Toprischen See, hat man sich dann dazu entschieden, dass man Festum besucht. Man folgt also diesen roten Pfeilen weiter, hat die Arche dann kurz in der Festumer Bucht abgestellt und ist dann nach Festum reingegangen. Hat sich da dann ein paar Hilfe, ein bisschen Hilfe gesucht und mit den verschiedenen Leuten, die hier wichtig sind und was zu sagen haben, ja, so ein bisschen diskutiert, wie könnte es jetzt weitergehen. Ragnar hat dann nebenbei auch noch einen kleinen Einbruch geplant. Das war nochmal eine einzelne Sitzung und hat da dann die Aufmerksamkeit eines Störrebrands erregt, beziehungsweise hat dann selber den Namen nicht erfahren, hat aber wohl da mit einem der allerhöchsten namenlos Geweihten hat das Wirken von ihm erfasst und ein paar Bilder mitgenommen, die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz so sehr thematisiert worden sind, aber darauf wurde dann Vergangenheit und auch Zukunft angedeutet. Dinge, die quasi niemand wissen kann, wenn er nicht dabei gewesen ist, was dann die Gruppe doch sehr verstört hat. Ja, die Gruppe ist dann wieder zurück zur Arche gegangen, jetzt mit neuer Besatzung, hat ein bisschen Geld ausgegeben, was auf der Arche herumlag, erbeutete Schätze und ist dann direkt mit diesem neuen Mut, mit diesen neuen Söldnern und auch der Artillerie ist dann, hat man so ein bisschen die Festung Bucht abgeklappert, ist die Toprische See angefahren, die Piratenküste von Xeran und hat da dann Piratenschiffe überfallen, die dann auch gute Beute hatten, haben die Beute eingestrichen und sind dann, nachdem sie die Arche weiter kennengelernt haben, hat man sich dann überlegt, dass ein Angriff auf Mendena nicht so sinnvoll ist, ist dann ja mit einem großen Bogen um Mendena herumgefahren, da ein Angriff auf andere Archen noch nicht so sehr ratsam ist, gerade wenn sie größer sein könnten oder eben mehrere Archen dort sind, dann ist das keine gute Idee. Man ist dann also mit sehr, sehr großen Schritten in Richtung Golf von Perikum gegangen, denn die ja, Dämonenarche geht übers Wasser wie eine Spinne, eine Wasserspinne, und hat dann ja in dem Sturm von Maraskan hat man so ein bisschen einen Spaziergang in Richtung Yharghan unternommen. Eine aufgesammelte Hexe, Romilly, hatte dann dort in Yharghan sich einmal umgesehen mit ihrem fliegenden Besen.
Und da gab es dann wohl die ersten paar Scharmützel, die etwas mehr Opfer gefordert haben, denn zwei Karakile mit Reitern sind ja auf sie zugeflogen und das hat dann zu den ersten Verlusten geführt. Man ist dann also ja erstmal in Richtung Elberum gegangen, auf der westlichen Seite dieses Sturmes um Maraskan herum, hat da dann sich mit den Oroniern ein bisschen angelegt, hat dann mal geguckt, wie sieht das aus, wie schwer sind die bewaffnet, die hatten dann Galeeren und haben dann von der Dämonenarche ein paar ja, Forderungen gestellt, also auch wieder das übliche Schutzgeld, nur wurde es hier eben anders verpackt und hat dann auf der anderen Seite, nachdem man aus der Oronischen Seegrenze rausgefahren ist, hat man da dann festgestellt, dass hier wohl auch noch andere Leute gegen die Oronia arbeiten. Ein magisches Zauberschiff mit dem Namen Sulman al-Nasuri sorgte hier wohl für herbe Verluste. Ja, die Helden haben sich dann dazu entschieden, dass man in Kunchorm noch das ein oder andere arrangiert, organisiert und ist dann, nachdem die blauen Pfeile in Kunchorm enden, hat man sich dann dazu entschieden, dass man Helmenport angreift. Das ist eine neue Hafenbastion von Helmer Hafax, die dort gerade gegründet worden ist. Da haben die Helden dann, nachdem sie von Maraskan runtergekommen sind, von Bora nach Helmenport, haben sie da das dann gesehen und gedacht, das ist ein Hafen, den könnte man mal einnehmen, da könnte vielleicht was drin liegen. Und ja, haben sich dann dazu eben entschieden. Und ja, dieser Angriff endet dann mit den Folgen 400 und das Schicksal von Ephadaios, der dann ja immer noch Paktierer war, wird dann geklärt, denn seine Geheimhaltung fliegt auf. Da hat er dann also die Paktgaben sich nach und nach erarbeitet und hat die dann sehr öffentlich präsentiert. Ein Rondergeweihter, den man in Kunchum aufgesammelt hat, hat dann auch noch eine Seelenprüfung arrangiert und da hatte er dann nicht zugestimmt. Es war dann also schon sehr offensichtlich und so endete dann eben die Folge 400 mit dem Schicksal von Ephadaios, sodass ich da dann die neue Kampagne angesetzt habe, die dann mit einer neuen ja, Zahl anfängt. Das heißt, nach der Folge 400 ist erst einmal Schluss und wir beginnen wieder einmal mit der Folge 1, dann allerdings mit der Kampagne Feuersturm, was dann in großen Schritten in Richtung Jahr des Feuers arbeitet. Zumindest habe ich das vor, dass man da dann später auch nochmal mit Zeitsprüngen arbeitet, um ja erst einmal die Blutige See komplett abzuschließen. Und nachdem die Blutige See abgeschlossen ist und das Finale durch ist, werden wir mit einem Zeitsprung uns in Richtung Gareth vorarbeiten, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen in den Schwarzen Landen arbeiten. Aber ja, ganz generell, wir haben hier angefangen und das ging dann über verschiedene Positionen nach Festum und dann eben auch eine ganze Menge in Kunchum haben wir gespielt. Das waren also die Folgen ja, 301 bis 400. Damit seid ihr auf dem neuesten Bilde, auf dem neuesten Stand und könntet dann eben mit der Zusammenfassung 1 bis 100, beziehungsweise dann fortlaufend immer in 100er-Episoden 1 bis 400, könntet ihr dann diese Zusammenfassung benutzen, um mit diesem Wissen dann wieder die Folge 1 von Feuersturm zu sehen. Gut, damit bedanke ich mich. Ich hoffe, euch hat die Kampagne gefallen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen der Abschluss. Es ist viel passiert. Alphadarius wurde hier beim großen Fluss in der Nähe von Xordosh wurde er aufgesammelt, ist dann eben über verschiedene Stationen, über Ferdok, über Gareth, Romulus, Romulus ist man umgangen, Perikum, dann hier viel auf der Blutigen See passiert. Und das ist dann eben dieser Wandel eines ja, Efferdis hin zu einem Paktierer und der dann eben in letzter Konsequenz den Schritt noch geht, um ja, seine Seele für seine Freunde zu opfern. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch damit noch einen schönen Tag.